Wir alle haben als Kind Rapunzel geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Die böse Mutter Gothel ist Meg aus Herkules. Es gibt genug Beweise dafür. Die magische Blume in Rapunzel entsteht durch einen goldenen Tropfen, der vom Himmel fällt. Als Herkules als Kind entführt wurde, ist dasselbe passiert. Er selbst wird sogar oft als die Sonne bezeichnet. Nebeneinander sind diese Szenen einfach identisch. Die magische Blume wurde durch Herkules kreiert. Wenn sie nicht wüsste, wer die Blume kreiert hat, wieso würde sie wissen, welchen Song sie singen muss, damit die Blume funktioniert? Sie warnt Rapunzel auch vor Männern mit spitzen Zähnen. Meg weiß das, weil sie für Hades gearbeitet hat. Der einzige Disney-Charakter mit spitzen Zehn. Und beide benutzen im Englischen das Sprichwort Ihr Big Lug. Ach du Scheiße. Jetzt mach doch nicht mal das Scheiß Plus weg. Ich lebe auf eurer For You Page.